damit wir da jetzt nicht zu spät sind. Und dann werden wir einmal uns die Anlage näher anschauen. Und im Anschluss haben wir dann hier unsere Abschlussbesprechung. Also alles einkaufsmäßig könnt ihr gerne sonst hier drin lassen. Der Bus kommt ja wieder. Nur das, was wir eben für die Hotelbesichtigung, Abschlussbesprechung brauchen, das bitte mitnehmen. Wir sind am Sensenmacher angekommen. Super schön und finish. Hier sehen wir das Buffet im Zentzimmer. Das Mittagsbuffet, da essen wir heute. Es gibt lange Leckereien. Schöne Salate. Hier ist das Buffet. Ja. Schön mit dem Blick. Hier sehen wir von Zentimar Mamaris die Rezeption. Hier sind solche Legelchen, wenn man dann läuft die Anlage. Guck mal, die Hängereife. Winken schön. Hallo. Eine ganz tolle Gartenanlage. Und jetzt gehen wir zum Strand. Sport ist alles extern, muss man komplett alles bezahlen. Es gibt alles, was man braucht. Das ist bestimmt mega toll, sich da drauf zu setzen und dann loszuschießen. Dann haben wir Wasserski, Luftmatratzen. Schöne Jetskis, die sind mega top. Hier gibt es Snacks, da kann man schön unten am Wasser sitzen. Das ist auch mega toll. Das ist eine schöne Kulisse da. Hier kann man durch den Garten laufen. Hier gibt es alle solche Häuschen. Sieht schon mal lecker aus. Gleich beim Wasser. Man kann sich dann auf so eine Hängematte legen. Hier schön im Schatten. Ganz toll. Und die Blumen haben sie mit Holzkübeln am Nachgestell gespielt. Ganz individuell im Garten. Traumhaft schön. Hier oben die schönen Villen. Und hier ist man direkt. Dann sieht man hier schon am Strand. Rechter Hand den Fitnessraum. Also hier so ein bisschen die Sport. Das Area. Sport. Area. Wenn ihr da mal hin, I think some would like to have a look at the fitness. Yeah, so yeah. Maybe if you would like. Wenn man, wer mal hingehen möchte, ansonsten wär, ne, kann man einen Blick da gerne mal reinwerfen. Ne? Hier am Eingang. Okay. Da musst du nicht hin. Nein, dann können wir sind die Suiten. Oder? Hier sehen wir das Bogenschießen. Nicht
Yes. Hier ist Hina. Das Bar. Eine ganz idyllische Gegend. Jetzt gehen wir mal rein. Und schauen mal, was es alles Schönes gibt. Hier sehen wir den Relaxpool. Hier ist es ganz ruhig. Mein Blick auf die Yacht. Die Engländer freuen sich. Hier haben wir gleich noch die Tennisplätze. Hier ist der erste Tennisplatz von dreien. Mit Flutlicht. Kann man dann abends auch noch spielen. Hier sehen wir die ganzen Villen. Die sind im ganzen Hang verteilt. Super schön eingerichtet. Hier haben wir dann direkt den Tennisplatz 1. Und hier gehen wir dann wieder am Berg runter. Und die sind so im ganzen Hang sind die Villen verteilt. Hier schauen wir uns die 117 an. Das ist ein Zimmer nähe der Rezeption. Ganz schönes Zimmer. Hier haben wir dann gleich das Theater. Und hier herum ist die hier sehen wir den schönen Kieselstrand. Ich würde sagen, ein paar Badeschuhe wären vielleicht nicht schlecht, wenn wir sie hier hätten. An den großen Strand hier. Und hier gegenüber hat man gleich die ganzen Yachten liegen. Die haben alle Englisch gesprochen. Ja, das ist schlimm, oder? Ich frage mich das auch manchmal. Hier ist auch die ganzen Wildvögel. Wir essen die Katzen. Die Leute stehen neben dem Schild noch am besten. Haben wir alle fressen. Das ist schön gemacht hier. Für die kleinen Kätzchen. Und die schmatzt doch. Die schmatzt bis hierher. Das ist goldig, the Cat Cafe. Hier seht ihr das à la carte Restaurant. Super schön eingedeckt. Ist auch mal eine andere Deckweise. Das kleine Löffelchen nach der so. Habe ich auch nur die Gläser, dass sie liegen. Das gibt es auch nicht immer. Mit Blick auf den Hangriss. Hier haben wir dann den Aktivpool. Die Sachen, die jetzt mit der Hotelauswertung und so weiter. Verschiebung. Ja.
hier im Tal sehen wir dann Marmaris. Wovon geht's gleich? Wir fahren den schönen den Berg runter. Wir kommen von oben runter und das Marmaris liegt total in so einer Hochkleine. Segeljachten. Da ist die Saale. Ich sehe sie. Achso, wir dürfen ja nämlich fahren. Ein bisschen um die Sonnenblumenöl. Die Saale. Ja. Wie viele Eingänge hat der Wasser? Ja, der war viele. Schön groß. Der ist. Wie kann man sich da nicht verlaufen? Ja.